Tja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu Teil 2 von meiner kleinen Shoppingtour am Rabatttag beim Jusaja. Ich hoffe, ihr seid auch zum Zug gekommen und habt die von euch gewünschten Folder noch zu einem ordentlichen 12% Rabattpreis abstauben können, ne? Und der ein oder andere hat sich ab einem gewissen Bestellbetrag noch ein Titanbeat dazu schießen können. Daran habe ich gar nicht gedacht, fällt mir erst jetzt ein. Mache ich hier großartig Werbung. Wo ist denn meine Rechnung schon wieder hin? Die lag hier eben noch rum, ist ja auch egal, denn das Messerchen hier kam ich auf mit den beiden Messern, ne? Und Versand bin ich auf 29 Euro genau gekommen. Und da hat mir dummerweise 1 Euro gefehlt, um auch noch so ein Titanbeat abzustauben. Aber na, sei es drum. Heute schauen wir uns mal diesen kleinen Vertreter an, der natürlich von den meisten von euch schon erkannt worden ist, ne? Der Klassiker hier, einer aus dem Sanremo-Sortiment, gibt es wirklich schon lange auf dem Markt, das 710er. Das ist aber nicht mehr das 710er. Da gab es eine Namensänderung. Warum, ist mir auch noch nicht ganz klar. Vielleicht nur jetzt wegen diesem erodierten, sage ich mal, hier Alligatorenmuster hier drin. Zebramuster, Alligatoren, Kroko. Sieht mir mehr nach Reptilienmuster aus. Auf jeden Fall spricht Sanremo hier nicht mehr vom 710er, sondern vom 7010er. Steht hier auch in der Klinge und auf der Verpackung 7010 LUCSD. Jo. Okay. Ich habe ja immer wieder mal so einen 710er gehabt, aber das letzte ging an Weihnachten über den Tisch im Charity Giveaway, ne? Und da stand ich jetzt wieder ohne 710er da. Und dann gab es natürlich hier jetzt hier diese Neuauflage vom 7010er, was aber, denke ich, mechanisch dem alten entspricht. Sie sollen anscheinend neue Maschinen haben, neue CNC-Maschinen und neue andere Anlagen und haben hier die Auflage nochmal neu aufgelegt, ne? Und haben die jetzt 7010 genannt. Und ich fand hier diese erodierte Oberfläche hier echt cool. Mit diesem, ja, was immer das jetzt auch darstellen soll, Zebra, Alligatoren oder Kroko. Für mich sieht es echt eher mehr so aus wie so, ja, so eine Echsenhaut, ne? So eine Dino-Haut, so eine Kroko-Muster. Und das fand ich echt cool. Und da habe ich gedacht, ey, mein 710er ging Weihnachten raus. Im Januar brauche ich gleich wieder so ein kleines 710er. Das ist einfach ein nettes kleines Taschenmesserchen. Super robust. Arbeitet einwandfrei, scharf und zuverlässig. Auch wieder hier Standardstahl. 80er, 13 MOV. Kriegt man wieder prima scharf. Frame Lock, verriegelt immer bombig. Da wackelt nichts. Schöne, hier sieht man noch ein bisschen rein. Die Metallbursche glänzen daraus. Man kann den Clip nicht umsetzen, aber sitzt auch so gut in der Tasche. Sauberer Detent. Hält die Klinge wirklich sauber fest drin. Und der Frame verriegelt wirklich klasse mit so zwei Drittel seiner Breite. Feines Messerchen. Kann man auch wunderbar aufschnippen, ne? Also läuft wirklich hervorragend. Macht einfach immer wieder richtig Spaß, nur damit zu spielen. Erledigt aber auch gut seinen Job. Meine früheren 710er habe ich also immer auf der Arbeit dabei gehabt. Ist wunderbar, selbst schwerste Kartonagen stellen da kein Problem dar. Habe auch Drähte schon damit gecuttet, Stecker abgeschnitten, also Kleinchrom damit gemacht. Auch mal die riesigen 5 cm Tackernadeln, die in irgendwelchen Verpackungskartonagen unser Material zusammenhalten, aufgebogen. Richtig kleiner, robuster Arbeiter. Ja, reicht nicht ganz, wenn man hier so den Zeigefinger in die Mulde macht, ne? Ist das halt so, ne? So ein 3,5-Finger-Messer. Mit bisschen Quetschen passt es gerade so hin. Aber gut, damit macht man auch nicht die wirklich schweren Arbeiten, ne? Damit gehst du keine Baumstämme vertonen, und ich glaube nicht, dass ein Jäger mit so einem kleinen Ding dann ein Wildschwein aus der Decke schlägt, ne? Obwohl es vielleicht gehen wird, weiß nicht. Aber so für die leichten bis mittleren Schneidaufgaben ein gutes Messer in einer wirklich robusten Ausführung, ne?
Non-Nonsens dran, kein Schnickschnack. Einfach zwei fette Stahlplatinen, Frame-Lock rein, ein Clip dran, eine Klinge dazwischen, Ende Gelände. Und ich halte, sage ich mal, noch ein bisschen so die Luxusausführung mit diesem Kroko-Muster rein erodiert. Schöne Sache, auch wenn das da drin ein bisschen anfällig ist für Kratzer, aber das macht nichts, wenn das dann mal ein bisschen verkratzt ist oder so. Man hat hier ein bisschen schönen Grip, ein bisschen besser wie auf der ganz glatten Ausführung. Und die bleibt dann auch, weil hier einfach Vertiefungen sind und Rillen. Und das ist ja nicht irgendwie aufgelasert so, sondern man hat da wirklich, man spürt den Höhenunterschied und hat einen recht guten Grip. Jo, das ehemalige 710er in der Neuauflage für 2014, obwohl es gab es hier schon im November, Dezember auf dem Markt. Aber ich denke mal so hier die 2014er Ausführung. Jetzt mit dem Namen 7010 und das hier in der Ausführung LUC-SD. Schön, macht immer wieder Spaß das Messer. Kommt ebenfalls super scharf wie eigentlich alle Sanremo-Messer. Ich habe da nie was anderes gesehen. Einwandfrei. Wiegt natürlich ein paar Gramm mehr. Hier das 80 Gramm 785er, ist auch ein kleiner Touch größer. Mal mit einem Victorinox vergleichen, ah ja, ein bisschen größer wie ein Vic und gewichtsmäßig auch ein paar Gramm mehr, ne? Nicht viel, 3,0 5 Unzen, 88 Gramm. Oh, macht so wenig aus. Hätte sich jetzt echt wirklich nach mehr angefühlt. Wie das täuschen kann. Okay, ich nehme es zurück. Ist nicht schwerer für die Größe, die 8 Gramm hier. Ne? Also ich hätte es mindestens gedacht, dass das Ding hier so die, ähnlich wie das Vic so auf die 100 Gramm kommt. Weil das hier mit 80, das kam mir wesentlich leichter vor, wie das mit 88, aber so kann man sich täuschen. Da täuscht wahrscheinlich einfach die massive Ausführung, die man hier sieht, ne? Fette Stahlplatinen, Framelock. Das fühlt sich vom Aussehen schon viel schwerer an hier, wie das hier. Aber so kann man sich täuschen, ne? Jo, das 7010er in der Kroko-Ausführung hat mir auch noch super gut gefallen. Und dann dachte ich mir natürlich, 12% Rabatt nehme ich mal mit. Dummerweise hat mir da noch ein Euro zum Bonus gefehlt. Hätte noch ein drittes Messerchen nehmen sollen. Ne? Dann hätte sich's richtig gelohnt. Aber das wird mit Sicherheit nicht die letzte Aktion vom guten Michael gewesen sein. Da gibt es mit Sicherheit wieder mal irgendwelche coole Aktionen. Also Leute, schaut wieder mal rein, wenn es was Neues gibt hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Und bis dahin, haltet eure Taschenmesser stets griffbereit. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal zum nächsten Video. Ciao!